Mein Name ist Ayman Masek, ich bin unter anderem Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland und heute bei Dislike. Hadudba85 schreibt, echt peinlich, wie ein Affe macht Masek alles mit, um berühmt und geliebt zu werden. Du solltest mal die Liebe von Allah anstreben, denn das wird dir Erfolg im Diesseits und Jenseits geben. Ja, danke, du Affe. Vielen Dank. Und berühmt und geliebt zu werden. Nee, das geht sowieso beim Thema Islam kaum, dass man da berühmt und geliebt wird. Schließt sich aus, gegenseitig aus. Der Mossad steckt hinter Paris. Masek, du Islamverräter. Welcher Profi vergisst seinen Ausweis im Auto? Die ganze Story stinkt bis zum geht nicht mehr. Ja, das sind die üblichen Verschwörungstheorien, die wachsen jetzt gerade nach solchen schrecklichen Anschlägen immer wieder in Kraut und Rüben. Das ist bekannt. Möge er weiter damit machen. Svires86 schreibt, Masek, der Takir Teddybär. Süß. Na, immerhin. Ein schönes Lob. Masek, du bist kein Muslim, eher ein übergewichtiger Polytheist. Da stimmt alles nicht, außer eine Sache. Ich bin ein bisschen übergewichtig. Al-Jamal Fagero. Und noch eins, Herr Masek. Sie als Vertreter der Muslime haben für Muslime in Deutschland nichts getan, sondern nur für ihren Bauch, der immer fetter wird. Naja, wie gesagt, ein bisschen Übergewicht gebe ich ja zu. Frage, was hast du getan? Was hast du gemacht in der Zwischenzeit? Ich hoffe, gefastet. Shlomo Kadavra schreibt, der feiste Lügenbold ist einer der Besten, was Takir angeht. Er ist mit allen Wassern der Heuchelei gewaschen, gibt sich moderat und hat immer diese treuherzigen Dackelblick. So? Nicht mit mir, Herr Masek. Nicht mit mir. Hier, dann schalte ab. Herr Hornisse 1967. Dem Masek gucken die Schlangen aus den Augen. Er ist ein Teufel. Antichrist. Michael Heckelmann. Für wie viele Muslime spricht eigentlich Herr Masek? Da hat ja der Kölner Karnevalsverein mehr Mitglieder. Da verplustert sich der Herr aber ganz schön auf. Vielleicht können ihn die in diesem Lande angekommenen Muslime zurückpfeifen und in seine Schranken verweisen. Danke. Bitteschön. Moritz Max. Warum ist mir dieser Masek-Mensch nicht sympathisch? Warum erinnert er mich an Ralf Stegner? Ist es das gequälte Lächeln in deren Gesichtern? Ja, mach dir mal weiter Gedanken, was der Grund ist. Aber nicht allzu viel. Kersti Wollnow, wer als Türke in Deutschland lebt und einen türkischen Zentralrat angehört, ist Türke geblieben und nie in Deutschland angekommen. Lieber Masek, geh zurück in dein Heimatland. Ja, das ist ja mal was Sachliches. Da kann man ja mal was Sachliches drauf reagieren. Sachlich reagieren. Mein Land ist Deutschland, ich bin hier geboren und ich bin Deutscher und deswegen ist mein Land, wo ich immer wieder zurückkehre, meine Heimat. Und das ist hier. Moses Lennox. Diese Speckschmade Masek, wie ich ihn hasse. Der Mann, der mehr Forderungen stellt, als Sandkörner in der Sahara existieren. Ja, tut mir leid für deinen Hass. Ich glaube, das ist eher etwas für den Arzt, wo man vielleicht beim Seelendoktor das vielleicht heilen kann. Otwin Turov, islamischer Zentralrat, kritisiert Dieter Nuhr. Da kann man ja getrost guter Dinge sein, wenn es in einigen Jahren nicht heißt, islamischer Zentralstaat massakriert Dieter Nuhr. Wir haben übrigens gar nicht Dieter Nuhr kritisiert, sondern wir haben gesagt, dass derjenige, der Dieter Nuhr angezeigt hat, das hätte lieber bleiben lassen sollen, weil das nur große Werbung für den Komiker, der ohnehin in Sachen der Fragen des Islam und so weiter eigentlich nicht der Sachverständige ist, der sich dazu äußern muss.
Matthias E. schreibt, ihr seid Zuwanderer, benehmt euch so, Verantwortliche wie Sie, Herr Masek, sind jämmerliche Pisser. Ihr seid schlimmer als die CSU und das ist eine Rattenbande. Ja, bin kein Zuwanderer, sondern Einheimischer und hier Aufgewachsener. Das gilt vielleicht für manchen aus der CSU nicht, der aus Bayern raus in ein anderes Bundesland geht. Und Wolfgang R. schreibt, ich habe gehört, dass Sie zurzeit eine Menge Hassmails bekommen. Da wollte ich Ihnen sagen, dass Sie bei Ihren Auftritten im TV eine sehr überzeugende, ehrliche und positiven Eindruck hinterlassen. Viel Erfolg wünscht Ihnen und uns allen Wolfgang R. Vielen Dank für die netten Grüße und kriegt zwar viel Hassmails, viele auch justiziable, aber es sind auch viele, viele nette Mails dabei und es hält sich gegenwärtig so ein bisschen die Waage. Sie gehören zu der anderen Seite. Vielen Dank. Ich war bei Dislike, mein Name ist Ayman Masiek und tschüss.